Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Golden Body Personal Training Video. Heute möchte ich über die Zellulite sprechen. Ich möchte euch eine Form zeigen, wie ihr sie loswerden könnt. Und ich habe noch ein paar Tipps und Tricks für euch auf Lager. Viel Spaß! Erst einmal möchte ich mit euch über die Entstehung von Zellulite sprechen. Ich werde das nicht verkomplizieren. Ich möchte euch ganz einfach kurz sagen, wie sie entsteht. Zellulite so entsteht, dass das Bindegewebe zerfällt. Es gibt Menschen, also Frauen meist, die ein schwächeres Bindegewebe haben von der Genetik her. Die können auch nichts dafür. Da sieht man die Zellulite auch etwas schneller. Und wenn das Bindegewebe zerfällt, dann bilden sich Fettklumpen. Und das ist das, was wir als Zellulite wahrnehmen. Diese Klümpchen, eigentlich müsste es so sein, wie auch bei den Männern, dass das Bindegewebe eine Ebene ergibt. Aber sobald diese Verklumpungen entstehen, entstehen auch solche Dellen. Und das nennen wir Zellulite oder Orangenhaut. Zellulite ist nicht einfach nur nicht schön, um anzusehen. Zellulite kann in Teilsfällen sogar sehr, sehr schmerzhaft sein. Und die Zellulite stört die Zirkulation der Flüssigkeit in den Zellen. Dadurch wird viel Gift und Schadstoffe in unserer Hüftregion abgelagert, welche nicht abtransportiert werden können. Und heute möchte ich euch zeigen, wie wir dieses Fett und Gift und diese Schadstoffe wieder loswerden können, damit sich unser Bindegewebe wieder lockert, damit diese Verklumpungen zerfallen und dass ihr keine Schmerzen habt und hoffentlich auch ein schöneres Hautbild. Was ihr dazu braucht, ist ein Öl. Das kann ein Babyöl sein, das kann ein Kokosfett sein oder sonst irgendein Öl. Ich empfehle dies, weil es nicht so schnell in der Haut einzieht wie eine Creme und so tut es nicht ganz so fest weh. Als zweites braucht ihr ein Schröpfglas. Ich habe hier die mittlere Größe. Dieses Schröpfglas erhaltet ihr in jeder Apotheke, eigentlich in jeder Apotheke. Wichtig ist, dass ihr hier einen Ball habt, den ihr zusammendrücken könnt. Das erleichtert das Ganze. Und wir fangen gleich an. Wie ihr seht, ich habe bereits hier einen blauen Fleck, wie auch auf dieser Seite. Da habe ich es ein bisschen übertrieben, lasst euch nicht davon ablenken. Als erstes nehmt ihr das Öl und reibt ein wenig euer Oberschenkel oder eure Problemzone damit ein. Dann nehmt ihr das Schröpfglas zur Hand und nun könnt ihr variieren, wie doll ihr das zusammendrückt. Je weniger, desto weniger Druck hat es drauf, dann setzt ihr es an der Stelle ab. Und nun könnt ihr entweder in kreisenden Bewegungen arbeiten, so, oder ihr könnt in gleitenden, geraden Bewegungen euch hinauf und hinab schaffen oder in längs. Die tun mir persönlich am meisten weh, ihr könnt das aber für euch selbst bestimmen. Durch dieses Schröpfen könnt ihr das Gewebe lockern und so geht langsam aber sicher die Zellulite zurück. Ich möchte euch aber klar sagen, das alleine reicht nicht, ihr müsst auch Sport treiben. Die Muskulatur stärken, die Muskulatur sollte ein wenig wachsen, damit sich das Gewebe darüber straffen kann. Auch müsst ihr euch ausgewogen ernähren und unbedingt, was zu beachten ist, ist genügend trinken. Auch vor allem nach dieser Behandlung, trinkt wirklich genug Wasser oder Tee. Es muss etwas sein, dass diese Giftstoffe und diese Schadstoffe wirklich heraustreibt, damit ihr entschlackt eigentlich in dem Sinne, dass das alles aus dem Körper herausgearbeitet wird. Dafür braucht es wirklich viel Flüssigkeit, damit die Nieren arbeiten können. Auch möchte ich dazu sagen, es ist schwierig zu sagen, wie oft dass ihr das machen solltet. Eigentlich habe ich mir meist vorgenommen, ich sollte das nach jeder Dusche machen. Habe ich natürlich nie gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es sehr unregelmäßig. Ich habe aber von der Genetik her
relativ viel Glück und natürlich ernähre ich mich gesund, ausgewogen und mache viel Sport. Daher muss ich mich nicht groß um meine Zellulite sorgen. Ich massiere aber viele Frauen bei mir, was viele von euch wahrscheinlich nicht wissen. Ich biete Zellulite-Massagen an, aus diesem Grund, weil es doch eher schmerzhaft ist und weil man sich das selbst nicht sehr gerne antut, vor allem nicht über eine längere Zeit. Also wenn ihr wirklich Mühe habt damit, ich würde vorschlagen, wenn ihr das zweimal die Woche 20 Minuten macht, ist es sicher schon sehr, sehr gut. Ich mache es teilweise vor dem Fernseher, dann kann man sich ein wenig ablenken. Aber sonst habe ich viele Frauen bei mir, die kommen alle zwei Wochen für eine ganze Stunde. Man sieht extreme Erfolge, ich bin wirklich sehr zufrieden, bin sonst eher kritisch solchen Sachen gegenüber. Ich möchte euch daher auch sagen, glaubt nicht an diese Cremes. Die Zellulite, die sitzt wirklich tief im Gewebe. Diese Cremes, die verkauft werden, die wirken nur an der Oberfläche und kommen gar nicht so tief in das Gewebe. Reine Geldverschwendung. Also, tut euch das nicht an. Macht lieber etwas, das euch Schmerzen bereitet. Nein, aber ja, wer schön sein will, muss leiden. Das ist mein Abschlusswort. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!